in diese Abzweigdosen, wenn wir 1,5 Quadrat Leitungen verwenden, dürfen nur maximal 6 Klemmen da rein. Folglich müsste das ja erlaubt sein. Haben ja nur 3 Klemmen drin. Ist das erlaubt? Heute geht es um ein Thema, das mir wirklich auf dem Herzen liegt. Das sehe ich nämlich tagtäglich auf die Baustellen. Laut in die Kommentare auf meine Videos ist ja jeder Zweite in Deutschland ein Elektroexperte und trotzdem wird ständig sowas gebaut. Was glaubt ihr, wie es jetzt da drin ausschaut? Das ist tatsächlich bei einem Kunden, ich habe das natürlich jetzt nachgestellt, bei einem Kunden im Keller eine solche Dose installiert und dann hat mehrere Räume versorgt gewesen. Mit dieser Dose, so einer Dose. Ich habe mir das Ganze angeschaut und habe 5 richtig gravierende Fehler, die mir halt auffallen, die nicht passieren sollten, entdeckt und die möchte ich jetzt sagen, bei so einer einfachen Arbeit, heißt aber Elektriker, Strickenzieher, das Einfachste auf der Welt, bei so einer einfachen Arbeit, 5 richtig gravierende Fehler und die zeige ich. Das erste Problem haben wir schon beim Montieren von der Dose, da werden ganz häufig Senkkopfschrauben verwendet. Ist klar, dass sie die durch den Kunststoff durchdrücken. Meistens hängen sie dann noch ein bisschen, nur wenn man einmal dann später an so eine Dose hingeht und die Dose aufmachen möchte, reißt man es schon los. Ist schon der erste Pfusch. Das nächste ist das, die Ausbrüche, die Einführungen so herstellen, dass man die Leitungen reinbringt. Wenn man ein vernünftiges Produkt hat, wird so ein Schlüssel bei einer vollen Packung so ein Schlüssel mitgeliefert. Und mit diesem Schlüssel kann man zum Beispiel mit den verschiedenen Stufen nur in der Mitte in die mittlere Aussparung aufbrechen. So eine Dose ist, ich sage jetzt ein IP54, IP55, Spritzwasser geschützt und gegen Eindringen von Staub geschützt. Wenn ich die Löcher irgendwie riesig aufschneide oder auch viel zu klein, funktioniert das nicht. Ist halt das einfach nicht in Ordnung. Ich habe die tollsten Sachen schon gesehen. Der Klassiker ist so über Kreuz aufschneiden und dann so einführen. Wenn man das Ganze jetzt von innen anschaut, sieht man natürlich, dass das jetzt stellenweise offen ist. Das ist nicht in Ordnung so. Außerdem, wenn ich da jetzt eine Leitung, gut, tut man nicht immer, 2 Mal auseinanderziehe, bricht das sowieso auf. Noch viel schlimmer ist aber, wenn es von außen mit dem Messer rundum stechend, wie die Sau. Man schneidet innen die Lasche einfach nur so weg oder mit diesem Schlüssel sauber die Löcher aufmachen. Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich 2,5 Quadrat Querschnittleitung einführen muss, 3x2,5, 5x2,5 oder 5x1,5 und die Umgebungstemperatur sehr tief ist, so kalt, weiß ich schon, das wird schwierig. Dann spricht nichts dagegen, dass man mit einer Spitzzange irgendwie das Ganze ein bisschen erweitert. Der Kunststoff dehnt sich dann von alleine wieder zurück. Das geht wunderbar. Natürlich nicht übertreiben, mit Gefühl. Viele meinen, das Ding hat 12 Löcher, also kann ich da 12 Leitungen ohne Probleme einführen. Da liegt es aber komplett falsch. Das ist ein namhafter Hersteller. Wie wir ja alle wissen, sollten wir ja diese Produkte auch verwenden. Es gibt einen Grund, warum das Zeiger so ist. Grundsätzlich gilt bei diesen Geräten, Gerätschaften, Dosen jetzt in dem Fall,
immer die Herstellerangaben zu beachten. Die können von Hersteller zu Hersteller natürlich unterschiedlich sein. Möchte jetzt gar nicht sagen, ich verwende eigentlich ausschließlich die. Da ist nämlich einfach Preis-Leistung top. Und zu der Leistung, wenn ich sage Preis, steht ja fest zu der Leistung, also wo es das Ding kann, es gibt ganz viele billige, die wesentlich schlechter sind, wo der Kunststoff wesentlich härter, wesentlich weniger UV-beständig, diese Klammern hinten, die Befestigungslassen, viel leichter brechen. Also ich habe da schon ganz viel schlechtes Zeug gehabt. Jeder, der öfter und länger mit so einer Materie schon mit zu tun gehabt hat, weiß, von was ich da rede. Bei solchen Sachen, da nehme ich kein Baumarktzeug, weil das einfach, oder dann im Baumarkt auch diese Marke. Ganz einfach. Da ist aber da meistens teiliger, wie beim Elektrofachhandel. Wie gesagt, man meint, 12 Einführungen, kann man 12 Leitungen einführen, das stimmt aber nicht. Bei dieser Art von Dosen ist es erstens in der Dose und auch im Deckel eingeprägt. Ich weiß gar nicht, das wird man so nicht sehen, ich blende ein Foto ein. Da steht ganz klar drin, wenn man Leitungen einführt mit 1,5 Quadrat, dürfen 6 Klemmen in der Dose installiert werden und 20 Leiter. Nicht 20 Kabel, 20 Adern. Wenn ich jetzt 5-adrige Kabel nehme, darf ich nur 4 Kabel einführen. 4 mit 5, 20. Dann brauche ich meistens natürlich auch nicht die 6 Klemmen. Aber da beschränkt eins das andere auch ein bisschen. Also ein bisschen aufpassen. Wenn ich natürlich 3-adrige nehme, kann ich 6 nehmen. 6 mit 3 sind 18. 7 gehen schon wieder nicht, haben wir bei 21. Es ist ja nicht von ungefähr. Man sagt, ich wisst, die, die mich schon öfter anschauen, schon länger anschauen, ich bin jetzt noch kein Paragraphenreiter. Aber an seine Sachen halt damit. Das hat ja einen Grund. Gleich noch ein Tipp zum Kabel abmanteln. Ganz oft ist das Problem, wenn man nicht das passende Werkzeug hat und man schneidet da rein, beim Runterziehen zieht man die erste Zeit den Mantel etwas nach vorne. Wenn man den dann in der Dose einführt, zieht sich der mit der Zeit wieder zurück. Wenn der Mantel jetzt nicht weit genug in der Dose drin steckt, zieht sich der zurück und dann schaut es plötzlich wieder so aus. Und wenn es dann wieder so ausschaut, was das wieder mit der Schutzhaut? In dem Fall IP55, das ist natürlich lächerlich. Wenn man jetzt viele Leitungen in der Dose hat, ist das Beschriften der Leitungen schon nicht schlecht, aber wo? Ich persönlich mag jetzt auf einer Kabelwand in der Tiefgarage oben dran, wo keiner hin muss und keiner hinsieht und so weiter, da ist das in Ordnung. Da kann ich das außen ruhig machen. Aber im Wohnhausbereich, im Keller, finde ich das nie so angebracht. Wenn ich das auf die Leitungen raufmale, muss ich schon gleich sagen, die Symbolik, zum Beispiel Zuleitung, das X für Lampen, Schaltersymbol. Wenn ich viele Leitungen in der Dose habe, habe ich meistens die Leitungen nicht einen Zentimeter eingeführt, weil da wird der Platz gleich eng. Entweder ich nehme dann größere Dosen, kann man machen, muss ich aber ganz dazu sagen, die heißt I16. Die mag ja nicht jeder Kunde. Ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt die nicht. Ich finde die überhaupt nicht schön. Ich persönlich bin dann ein Freund. Ich mache das dann zwischen. Ich schreibe das dann ganz gern da drauf. Man muss ja da keine ganze Legende nicht draufschreiben. Symbol für die Leitung, das reicht ja. Der vierte Punkt ist jetzt Verklemmer. Ich habe schon viele Videos zum Thema Klemmer gemacht. Ihr wisst, ich verwende selbstverständlich die Vago-Klemmen, ohne Diskussion. Bin aber jetzt kein Verfechter von Dosenklemmen oder Lüsterklemmen oder anderen Varianten, aber natürlich bei sowas muss man mit der Zeit gehen. Man kann ja nicht eine veraltete Technik wohlwissend einbauen.
Wagenklemmen, die meisten, Dani übrigens noch eine Frage dazu. Wenn ich den Kommentar finde, ein Zuschauer hat mir einen Kommentar geschrieben mit einem Link, mit einem Amazon-Link, da hat er irgendeinen Alternativanbieter von Wagenklemmen. Wenn ich den finde, linke ich den ein. Wer hat mit denen Klemmen schon mal Erfahrung gemacht? Anscheinend sind die ein bisschen billiger mit Wago, günstiger, vielleicht auch billiger. Wenn da jemand, ich verlinke das unten einmal, wenn jemand Erfahrung hat, schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob die was down oder ob die nichts down. Ich selber, seht mir das auch, hab natürlich, ich hab so ein Sortiment-Dingsbums da, hab ich mir angelegt mit natürlich weit mehr Klemmen, Dosenschrauben und verschiedene Sachen. Nur bei Wago, da gibt es so ein richtig schönes kleines, ich finde das überhaupt nicht teuer. Für einen Hausgebrauch hat man alles zusammen, weil. Das Erste, was ganz wichtig ist, die richtige Länge, die Ader abisolieren und dann ganz durchstecken. Bei diesen halbtransparenten Wagoklemmen sieht man es ja, wenn das Kupfer an der anderen Seite ankommt. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf den Original Wagoklemmen. Ist da hier oben die Länge, wie weit man die Ader abisolieren muss, aufgedruckt, 11 mm. Meiner Meinung nach, ganz wichtig beim Verklemmen, ist ein bisschen Platzreserve, dass man da rein kann und schauen kann, welche Leitung geht wohin. Und man kann es dann natürlich auch wieder vernünftig zurückbiegen. Ein weiterer Grund von der Länge ist, weil man dann einfach das rausziehen kann und die Wagoklemme hat ja da eine Öffnung, um mit einem zweipoligen Spannungsprüfer reinstechen und messen zu können. Das heißt reinstechen, da ist extra für Prüfspitzen eine Aussparung. Man ist ja jetzt, wenn man da was messen muss, ist ja schwierig. Unten ist vollkommen belegt, haben alle 5 Klemmen. Und darum hat diese Wagoklemme oben eine kleine Öffnung, wo man dann bis auf das Kupfer reinkommt und messen kann. Natürlich, wenn jetzt da noch mehr Leitungen drin wären, könnte vielleicht noch mal ganz so viel Platzreserve machen. Ganz klar, genau das Gleiche, wenn viele werden jetzt dann sagen, ja, wenn mehr Klemmen drin haben, so hat man da fast keinen Platz mehr. Stimmt jetzt auch nicht, weil ich kann die Klemmen schon wunderbar auch so verstauen. Und habe dann wieder noch mal Platz, auch mehrere Klemmen da drin zu installieren. Das große Problem haben wir ja sowieso nicht, weil wir haben ja ganz klar gesagt, es darf halt nur maximal 20 Adern beim 1,5 Quadrat oder 6 Klemmen rein. 3 Klemmen haben wir jetzt drin. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 3 sind 15. Das heißt, es darf da sowieso nur noch ein 3-Adrix-Kabel rein oder ein 5-Adrix. Sehe ich kein Platzproblem. Im Allgemeinen muss ich sagen, meiner Meinung nach, sehe ich sowieso keinen Sinn darin, unendlich viel in eine so eine Dose reinzustopfen. Erstens, es wird sich einfach furchtbar unübersichtlich. Über die Fehlersuche möchte ich gar nicht reden, weil um ehrlich zu sein, das Thema Fehlersuche, finde ich, hat sich mit den Jahren irgendwann ein bisschen erledigt. Fehler gesucht worden, sind immer noch in irgendwelche Altanlagen, wo richtig viel, ja, weiß ich nicht, dazugepfuscht worden ist. Neuanlagen, da wird kaum mehr irgendwie was erweitert. Heute wird ja von Haus aus wesentlich hochwertiger installiert, was die Ausstattung betrifft, nicht was die Sauberkeit betrifft. Und irgendwie in Neuanlagen muss ich kaum, oder Anlagen, die von jetzt 15, 20 Jahre zurück haben, muss ich ganz wenig Fehler suchen. Wenn, dann sind es wirklich Altanlagen. Über Sauberarbeiten brauche ich nicht reden.
zu dem Thema, glaube ich, das hat sich erklärt, das mit den drei Klemmen, das darf wunderbar passen. Aber da haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mit 3 haben 24 Adern. 24 Adern drin, das darf natürlich nicht sein. Aber selbst so eine überfüllte Dose kann man platzmäßig und auch von der Sauberkeit her ohne Probleme erledigen. Das geht. Also Leute, gibt's immer euer Bestes. Dort sauber arbeiten, lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Viel Dank, Servus.